Ja doch, Zeit. Ach was. Wer ist dieser King Kong? Chong. Rück ihm nicht so dicht auf die Pelle. Wieso? Er wurde 9 Monate von einem Irrenarzt beobachtet. Morgen vor Gericht wird er für unzurechnungsfähig erklärt werden. Der ist nicht verrückt. Hey, du Wichser, nervt dich das? Bist du taub? Ah, dann muss ich dir zeigen, wo es lang geht, hä? Gib mir den Schlüssel. Red, du solltest den lieber... Gib mir den Schlüssel. Hör zu, King Kong. Schalte ja nicht auf Durchzug, wenn ich mit dir rede. Sieh mich an, oder ich werde dir deine blöde Fresse zu Brei schlagen. Eure Waffen werden wie versprochen geliefert. Ich sehe keine Veranlassung, hier noch länger zu verhandeln. Wie sagt man doch so schön? Mitgefangen? Mitgehangen, verstanden? Stevie, meine eigenen Jungs, Steve, Victor, was? Ich wusste nicht, dass sie am Boulevard wirklich nicht... Ah! Überleg mal, wir sind Kumpel, seit wir Kinder waren. Ah! Ich weiß, Stevie, reg dich ab. Nicht so schlimm. Die schnapp ich mir. Victor! Beseitigen. Thank you.
wieder hoch. Hoch mit den Flossen. Meine Partnerin wurde angeschossen. Einen Rettungswagen, schnell. War das deine Partnerin, Richards? Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich ihr die Birne weggeknallt. Aussteigen, Charlie! Bewegt euch! Ihr Penner! Los, los! Froh, dass ihr nicht pünktlich gekommen seid. Danke für eure Hilfe. Uns brauchst du nicht zu danken, sondern Dai Lofu. Zeigt her. Es dürfte mich aufmuntern. Aber nicht doch. Hey, ihr glaubt wohl, ich bin so dumm, wie ihr ausseht. Wisst ihr, ich bin eigentlich ein Mensch mit überdurchschnittlich viel Humor. Aber solche Spielchen finde ich nicht besonders witzig. Wo ist also meine restliche Asche? Wo sind die Waffen? Ihr bekommt die Waffen, so wie ihr den vollen Preis bezahlt habt. Du kriegst den Rest, wenn wir die Waffen haben. Die Abmachung hieß anders. Dinge ändern sich. Gib nicht so an. Du ziehst auch den Kürzeren. Wir haben dir das Leben gerettet. Hat er wohl vergessen. Ja, also mach uns bloß nicht so an. Sonst ziehen wir dir das Höschen stramm. Halt's Maul, du chinesisches Affengesicht! Komm hier! Ich sage euch, was hier läuft. Nicht andersrum, kapiert? So, ich verlange jetzt von euch, dass ihr mich zu Dai Lofu persönlich bringt. Dai Lofu ist in San Francisco. Das trifft sich aber gut. Da kommen zufälligerweise eure Waffen an. Lasst uns einen Ausflug machen. Wir sollten euren Dai Lofu besuchen. Wir müssen vorher noch jemanden abholen. Danke, war nett, Harry. Gehen wir noch essen? Du weißt, ich gehe nie mit Kollegen aus. Ich will dich doch nicht zum Altar führen. Was soll's, du liegst sowieso bald in der Kiste. Was meinst du damit? Hast du es noch nicht gehört? Die neue Partnerin von deinem Ex-Lover wurde gerade erschossen. Geht's Harry gut? Erkundige dich bei seiner Dienststelle danach. Mach's gut. Danke. Hallo? Hallo, Tarek. Hier ist Linda. Wie geht's dir? Gut, wenn ich deine Stimme höre. Ich habe von deiner Partnerin gehört. Es tut mir sehr leid. Ja, mir auch. Sie war ein sehr nettes Mädchen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß es nicht. Weißt du was? Ich fax dir meine neue Adresse rüber. Vielleicht besuchst du mich ja mal in San Francisco. Es würde dir gut gefallen. Ja, irgendwann komme ich. Pass auf dich auf. Bis dann. Jetzt wirst du die Hosen runterlassen.
Richards, die Verhandlung beginnt in 10 Minuten. Wenn Sie nicht pünktlich sind, kriegt der Chef einen Anfall. Ich komme, ja. Wird gemacht. Bis gleich. Washington. Er sagt, er braucht sie. Civil Choice ist tot. Und wie? Das weiß ich nicht. Die Luft ist rein! An alle Wagen. Im Bezirk 1 sind Schüsse gefallen. Ich bin unterwegs. Alle Ausgänge abriegeln. Chong darf nicht entwischen. Der berühmte Todesengel. Gevatter Tod. Wer ist das? Das ist Victor, Mr. Chong. Er wird mit uns nach San Francisco fahren. Wir müssen diesen Wagen loswerden. Schatz, wir haben einen Leichnam gefunden. Den sollten Sie sich mal ansehen. Eastside Brooklyn Bridge. Verstanden. Keiner soll etwas anrühren, bevor ich da bin. Wir haben nichts verändert. Man sieht ja nicht. Dein Laufschuh. Was sagst du nun, Linda? Der Junge hier war Boxer. Hallo? Hallo, hier ist Linda. Ich brauche deine Hilfe. Wo brennt's? Wir haben hier einen Leichnam mit Tigerkrallenspuren. Könnte es ein Nachahmer sein? Es steckt offenbar mehr dahinter. Wir hatten hier etwas Identisches. Hast du von Chongs Flucht gehört? Linda, sag was. Glaubst du, es war Chong?
Vermutlich nicht. Den Kratzspuren nach fehlt diesem Mörder offenbar ein Finger. Könntest du zwei Namen für mich überprüfen? Sifu Choi und Dai Lo Fu. Das geht klar. Ich rufe dich wieder an. Danke. Bis dann. Was ist los? Kriegst du das wieder hin? Ich glaube schon. Ich brauche einen Schraubenzieher. Schaffst du das noch in diesem Jahr? Hey, wo willst du hin? Die Bullen! Ich habe meine Kanone drin gelassen. Arbeit für Sie. Dürfte ein Kinderspiel sein. Guten Tag. Ich möchte einen Big Mac und eine große Cola. Ich nehme so einen Doppeldecker und eine Limo. Wie ich sehe, gibt's mit dem Wagen Ärger. Lass uns mal nachsehen. Na klar doch. Dann schnurrt er ja wieder. Ja. Sie haben wohl Tomaten auf den Ohren. Ja, das ist ja Saufraß. Sind Sie etwa unzufrieden, Gentlemen? Nicht doch. Das werden wir selbstverständlich gleich ändern, meine Verehrtesten. Steig endlich ein! Wenn wir nicht wieder durch irgendeinen Bockmist aufgehalten werden, sind wir in einer Stunde am Flugplatz. Hallo? Gute Nachrichten. Meister Choi wohnt hier in San Francisco. Hat er jedenfalls. Aber meine Chinatown-Connection sagt, dass er verschwunden ist. Dai Lo Fu heißt eigentlich Großer Tiger, aber es ist auch der Name eines Schülers von Choi, der jetzt sein Geschäft führt. Was für ein Geschäft? Eine Kampfsportschule, die jetzt als Restaurant dient. Ich denke, ich werde deine Einladung doch annehmen. Wir sehen uns morgen. Thank you.
Ich will, dass die Polizei von San Francisco eine Zeit lang nicht mitmischt. Es ist eine persönliche Sache. Die Staatsanwaltschaft meint, dass wir zum Handeln nicht genug Beweise haben. Und was meinst du? Ich bin überzeugt. Und ich habe zufällig ein paar Tage frei, also können wir uns zusammentun. Es ist eine persönliche Sache. Was hast du rausgefunden? Wir wissen, dass einige unbekannte Untergrundkämpfer in die Stadt gekommen sind. Und der mysteriöse Dailo Fu veranstaltet Silvesternacht einen Kampf. Wo? Wissen wir nicht. Kämpfer wissen es auch noch nicht. Kriegen wir raus. Bestell dir doch schon was zu trinken. Ich sag Dailo Fu, dass du ihn sprechen willst. Sie wird sich um dich kümmern. Hallo, wie geht's Ihnen heute Abend? Wunderbar, danke. Würden Sie mir folgen? Die Bedienung kommt sofort zu Ihnen. Danke. Wir können jetzt nicht reingehen. Außerdem wird Chong flüchten, wenn er uns sieht. Wer weiß, ob er schon da ist. Lass uns darauf gehen. Du suchst dir doch immer die exklusivsten Absteigen aus. Das nennt man klasse. Ich hätte gern ein Zimmer. Nur Bargeld. Wie viel? 100, bitte. Danke. Hoffentlich bist es wert. Du wirst es erfahren, Schnuckelchen. Hat doch was. Für uns reicht's. Du hast mir gefehlt. Du mir auch, Tarek. An die Arbeit. Ich bin froh, dich zu sehen. Thank you.
Verzeih mir, dass ich dich nicht bereits viel früher empfangen habe, mein Freund. Ich habe so viel vorzubereiten. Es ist schön, dich wiederzusehen. Sifus Tod hat mich nicht besonders überrascht. Er war alt und seine Zeit war gekommen. Er bat mich, dir bei unserem Wiedersehen dies zu überreichen. Was hat es zu bedeuten? Unsere Pfade werden sich wieder kreuzen. Nicht in dieser Welt. Seit unser Lehrer tot ist, habe ich außer dir niemanden auf der Welt. Meister Choi lehrte uns, wir seien Brüder der schwarzen Magie. Du wirst dich bestimmt noch an unsere Jugend und die alten Geschichten von den heiligen Tigern erinnern. Geschichten? Nicht nur Geschichten, Mythen. Meister Choi's letzter Wille war, dass wir beide bei diesem Ereignis wieder zusammengeführt werden. Du musst deine Teilnahme unbedingt zusagen. Schon morgen bricht für uns ein neues Jahrhundert an. Es ist die einzige Chance, den Wahrheitsgehalt der Sagen zu beweisen. Verpassen wir diese Gelegenheit, gibt es erst wieder in 100 Jahren eine neue. Ich brauche erstmal Zeit, um nachzudenken. Lass es nicht zu lange dauern. Ich werde dich mal ablösen. Viel Glück. Kann ich ein Schafsnase? Hallo, Victor. Jeder Wunsch unseres Gastes wird natürlich auf meine Kosten erfüllt. Ich nehme einen Scotch auf Eis, bitte. Aber einen doppelten. Ich verstehe nicht, warum Sie zu mir kommen. Ich dachte, wir wären uns einig. Sie bekommen das Geld, ich die Waffen. Ihre Kunden haben sich nicht daran gehalten. Sie haben mir nur die Hälfte gegeben. Sie wollten den Rest wahrscheinlich selber einsacken. Meine Mitarbeiter sind loyal. Womöglich wollten Sie mich dann über den Tisch ziehen. Wann bekomme ich die Waffen, Victor? So wie ich meine 250.000 Dollar erhalte. Sie bekommen sie in ein paar Minuten. Und was ist das? Eine Art Feierlichkeit. Und was feiern wir Schönes? Ich werde zum chinesischen Jahreswechsel einen großen Kampf veranstalten. Diese Neujahrsnacht ist etwas ganz Besonderes. Ein neues Jahrhundert bricht an.
Wie es scheint, sind wir uns einig. Ich gebe Ihnen meine zwei Schüler als Begleitung mit. Aber geben Sie Acht, dass keine weiteren Missverständnisse auftreten. Das ist Victor. Ich fahre ihm nach. Okay. Ich warte hier auf Chong. Rein hinweg. Wie neu, findest du nicht? Und da ist der Wagen für Toni. Hier vorne, das erste Modell. Siehst du? Escobar! Hey, Victor! Schön, dich zu sehen. Das gebe ich dir zurück. Das Leben in Kalifornien tut dir gut, mein Freund. Du siehst auch gut aus. Das sind unsere Kunden. Du hast dich bestimmt um alles gekümmert. Logo. Gut. Am besten zeigen wir den beiden ein Muster. Bravo. Danke. Seid ihr zufrieden? Okay. Also dann, laden! Jungs, ihr müsst mal lernen abzuschalten. Setzt euch. Wir nehmen Kleinen. Lasst die Sau raus. Wir sind hier wie eine Familie. Stoßen wir an. Auf meine Bekanntschaften und alten Freunde. Zum Wohl. Prost. Das alleine! Ah!
Danke. Er scheint die Wahrheit zu sagen. Und was machen wir jetzt? Wir machen ihm klar, dass wir New Yorker Gorillas nicht mögen. Wo ist Masterson? Ich arbeite allein. Hey, was soll das? Halten Sie uns für bescheuert? Ich gebe einen Dreck darauf, ob Sie auch ein Bulle sind. Aber gehen Sie zum Hotel zurück, packen Sie die Koffer und machen Sie eine Biege. Kein Problem. Worauf Sie wetten können. Wir heften uns nämlich an Ihre Fersen. Wie ein Schatten. Hier bist du also. Ich habe dich überall gesucht. Wir wollen gern sehen, ob dein Geist noch in Kampfform ist. Ist er's? Vielleicht wäre es ratsam, eine Kostprobe zu zeigen. Du würdest mir damit Dankbarkeit für deine Befreiung beweisen. Wenn du so freundlich wärest, diese liebenswürdigen Herren zu begleiten, werden wir bald wissen, ob du noch in Kampfform bist. Ich versuch's. Lasst mich in Ruhe. Ich hab doch gesagt, ich hab kein Geld. Seit Dailo Fu das Kommando hat, ist Chinatown die Hölle. Früher war dies ein renommiertes Unternehmen, aber jetzt herrscht hier nur noch Chaos. Überlegen Sie, was er getan hat. Die wunderbare alte Fuzhou-Schule musste als Tarnrestaurant für seine Schmutzgeschäfte herhalten. Er hat nur noch Geld und Macht im Sinn und jetzt kontrolliert er alles. Raus mit der Sprache. Wie viel Geld hast du? Ich hab doch gesagt, ich bin pleite. Du weißt, was du zu tun hast. Nein. Das war soeben der größte Fehler deines Lebens. Sayonara! Warum wollen Sie mich schon wieder sprechen? Ich möchte gern weiter mit Ihnen ins Geschäft kommen. Wir haben unsere Geschäfte abgeschlossen. Gehen Sie lieber. Ich muss mich jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Irrtum, mein Freund. Wir sind miteinander fertig, wenn ich die Entscheidung treffe. Verstehe. Wir sollten miteinander reden. Dann reden Sie. Ich möchte gern an Ihrer Kampfveranstaltung teilnehmen. Ich will als Kämpfer antreten wie Chong. Sie wissen genau, dass ich durchaus imstande bin, die Kämpfe zu gewinnen. Damit gewinne ich auch das Vertrauen Ihrer Männer und werde Sie dann im Gebrauch der Waffen ausbilden, die Sie von mir erworben haben. Und wir beide, Sie und ich, werden eine unbesiegbare Macht. Ich suche weder nach weiteren Kämpfern noch nach einem Partner. Es ist mir egal, was Sie suchen. Ich mache mit, ob Sie nun wollen oder nicht. Erst müssen Sie sich qualifizieren. Kein Problem. Tarek, ich bin Chong in dieses Restaurant gefolgt. Er hat Dai Lufus Handlanger bekämpft und einen Koch gerettet. Das überrascht mich nicht. Was heißt das?
Chong ist ein ehrbarer Mann. Und was ihn mit Dai Lo Fu verbindet, ist rätselhaft. Dai Lo Fu hat eine Wagenladung Waffen von Victor gekauft. Und wie geht's weiter? Morgen feiern die Chinesen Neujahr. Dafür hat Dai Lo Fu bestimmt große Pläne. Ich muss da irgendwie rein. Ich mach mit. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Als ich dich gestern gebeten habe, mit meinen Leuten zu gehen, wollte ich sehen, ob du noch über mentale Kräfte verfügst. Du hast es bewiesen. Bedauerlicherweise haben meine Männer vollends versagt. Das muss bestraft werden. Inkompetenz hat überaus schwere Folgen. Ich traue Chong nicht. Wozu veranstalten wir den Kampf überhaupt? Wieso reicht nicht die Zeremonie, um den Gang zu öffnen? Hedge, ich traue gar keine Menschen. Der Kampf gehört nun mal zur Tradition. Er ist nicht dumm. Du solltest einsehen, dass Sifus Tod uns die Gelegenheit bietet, die Führung zu übernehmen. Erinnerst du dich an die Qi-Kung-Gebete, der Schlüssel, um den Durchgang der Heiligen Tiger zu öffnen? Wir werden imstande sein, modernes Wissen in die Vergangenheit zu bringen und unseren Vorfahren zu helfen. Wir werden ihre Helden und ihre Beschützer sein. Das gehört da nicht hin. Das kommt in Reihe 20. Sie haben hier keinen Zutritt. Los, komm.
Ich begrüße euch zu dem heutigen Abend, der für uns alle ohne Ausnahme das bedeutsamste Ereignis in unserem Leben sein wird. Heute Nacht begehen wir nach alten Bräuchen das chinesische Neujahr, der Schlüssel zur Zukunft und zur Vergangenheit. Heute Nacht werden wir wieder die Gelegenheit bekommen, unser Schicksal selber zu lenken. Um unseren Vorfahren zu beweisen, dass wir einer Begegnung mit ihnen würdig sind, müssen wir zunächst unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Daher haben wir einige der berühmtesten Fighter eingeladen, an unseren Kämpfen teilzunehmen. Lasst uns beginnen. Noch nicht. Richards, was für eine Überraschung. Stets wortkarg und schweigsam. Hm? Damit hättest du mich fast getäuscht. Die ist bestimmt laut im Bett. Ich sollte dich wirklich auf der Stelle umnieten. Ein Freund von mir von der Ostküste. Er ist Experte. Der Tigerkralle. Erweisen Sie uns die Ehre, bei uns mitzukämpfen. Soll das etwa witzig sein? Wenn ich gewinne, lassen Sie sie dann gehen? Selbstverständlich. Führt sie ab. Die Endausscheidung des Kampfes findet im Fu Yao-Tempel statt. Die vier Finalisten werden dann mit mir zusammen den geheimnisvollen Gang öffnen. Richards, viel Glück. Wenn Sie Spielchen wollen, ich bin dabei. Viel Spaß. Yeah.
Sie sind Dailofus Gefangene, nicht wahr? Er wird sie töten. Das glaube ich nicht. Dailofu ist ein überaus gefährlicher Mensch. Gut, das bin ich auch. Es gibt keinen Ausweg. Oder glauben Sie, ich finde es hier schön? Wer sind Sie? Ein alter Mann, der einen Fehler gemacht hat. Erlauben Sie mir auszuschweifen. Vor langer, langer Zeit schufen die Großmeister des Fujao-Tempels einen Zeitkorridor, damit die würdigen Schüler der Kampfkunst auch künftig für ihre Abschlussprüfung in den alten Tempel zurückkehren konnten. Und bis zu diesem Jahrhundert sind die Schüler alle 10 Jahre zum alten Tempel zurückgereist. Aber dann wurden die Ketten durchbrochen. Der Gang kann nur in der ersten Vollmondnacht der Jahrhundertwende neu geöffnet werden. Diese Mondnacht ist heute. Mal angenommen, ich glaube Ihnen die Geschichte mit dem alten Geheimgang. Warum braucht Dailofu dann Chong, um Victors Waffen in die Vergangenheit zu bringen? Dailofu ist der Nordwind und Chong ist der Südwind. Nur beide zusammen können den Korridor öffnen. Woher wissen Sie das alles? Beide waren meine Schüler. Dailofu hat mich verraten und Chong ist leider verschwunden. Sind Sie Mr. Choi? Chong ist hier und er hilft Dailofu, weil er sie für tot hält. Nun werden wir ermitteln, wer als Finalist in Frage kommt.
Hallo. Wie geht's, Danke. Ihnen? Und der Familie? Gut. Alles im Lot? Freut mich, dass Ihre Frau wieder gesund ist. Letzte Nacht war hier ein Typ mit dunklen Haaren wie meine. Und eine Frau mit blonden Haaren, abgefahrenes Modell. Sagen Sie mir, wo die hin wollten. Solche Leute habe ich nicht gesehen. Soll ich Ihnen vielleicht auf die Sprünge helfen? Sollen wir Ihre miese Absteige lieber Zimmer für Zimmer umkrempeln? Ich sagte doch, die habe ich nicht gesehen. Wir hatten doch immer ein aufrichtiges Verhältnis. Ich verstehe Sie nicht. Hey, verscheißern Sie uns nicht. Hilft Ihnen das auf die Sprünge? Ah, Ihnen fällt's wieder ein. Jetzt weiß ich schon. Schön. Her damit. Nicht wahr sein. Was? Was? Ja, was? Was suchen wir überhaupt? Alles, was uns weiterhilft, Richards zu finden. Wieso? Der Mann schnüffelt hier doch illegal rum, oder? Ganz genau. Wenn wir Richards finden, haben wir Chong. Wenn wir Chong einsacken, geht's aufwärts. Nichts wie raus. Nochmal.
Ich gratuliere euch. Ihr vier habt unsere Endrunde erreicht. Beginnen wir nun mit der Öffnung des Geheimganges. Den Gang. Nein, Ofu! Du hast alles verraten, was ich dich gelehrt habe. Meister! Wenn du meine Lehren verinnerlicht hättest, wäre dir klar, warum die Tiger dich nicht akzeptieren. Du bist kein wahrer Meister. Um ein wahrer Meister zu sein, musst du edelmütig und selbstlos sein. Dai Lofu! Du hast versagt. Es ist aus, Victor. Bill, hilft eurem Meister. Linda! Ja. Hab keine Angst um mich. Nie im Leben. Sein müssen. Ha!
Tong ist hier irgendwo. Macht ihn fertig. Los, bringt ihn um. Ohne dein Stöckchen bist du wohl eine Niete. Was ist mit Chong? Holen wir ihn. Lass ihn weggehen. Er hat seine Schuld gebüßt. Was ist da eben passiert? Keine Ahnung. Aber wir haben hier nichts mehr zu tun. Komm. Sie können reingehen. Sie haben eine ganze Menge aufzuräumen. Wir sehen uns noch.